Ich rufe auf, meine Kolleginnen und Kollegen, Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 10060. Mit dem Thema Transparenz über staatliches Handeln im Internet, nachhaltige Online-Verfügbarkeit für NRW schaffen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gleich wieder, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Wer von Ihnen außer den Mitgliedern der Landesregierung hat denn schon einmal auf der neuen Webseite des Landes NRW unter der Adresse land.nrw sich umgesehen? Okay, das ist einer von uns. Da gibt es jeden Tag viele Informationen und Bilder. Es gibt einen Bürgerservice, viele Telefonnummern und auch Pressemitteilungen. Und es gibt eine Suchmaske und eine Datenbank gibt es. Und damit fangen die Probleme an. Denn um in der Datenbank etwas zu finden, muss man Begriffe verwenden, die vom Betreiber, der Staatskanzlei, mit den gesuchten Einträgen verknüpft sind. Schlagworte eben. Bei Pressemitteilungen liefert das Stichwort Flüchtlinge eine riesige Menge Ergebnisse. Aber versuchen Sie mal E-Government. Je nach Schreibweise gibt es ein paar vergessene Meldungen zur CeBIT 2009 von Minister Armin Laschet. Oh Wunder. Oder, wenn man es mit Bindestrich schreibt, eine halbwegs aktuelle Meldung von Mitte dieses Jahres. Die allgemeine Suchfunktion, also nicht die in den Pressemitteilungen, liefert dazu auch höchst unterschiedliche Ergebnisse. Und schon das ist ein Problem, denn ein Verzeichnis der Daten und Informationen gibt es nicht. Ich bin als Besucher also darauf angewiesen, die Begriffe, die der Betreiber für die Informationen hinterlegt hat, zu treffen, um das Gewünschte zu finden. Noch undurchsichtiger wird es, wenn ich eine Information gefunden habe und diese jemandem schicken will. Ich meine jetzt nicht eine Kopie der Seite, sondern einen Link. Das funktioniert, aber nur teilweise und zeitlich begrenzt. Denn viele Informationen auf der Webseite werden aus Datenbanken abgerufen und nur für den Moment auf der Webseite dargestellt. Ein sogenannter Permalink, also eine Funktion, die die gewünschte Information immer wieder in der gleichen Form aufruft, die fehlt auf Seiten der Landesregierung. Das muss unserer Meinung nach dringend geändert werden. Denn Bekanntmachungen und Publikationen öffentlicher Stellen und Einrichtungen sollten den Menschen und Unternehmen leicht zugänglich sein. Dass das Land seit längerer Zeit auch digitale Plattformen nutzt, um Informationen leichter und kostengünstiger zu verbreiten und zugänglich zu machen, das ist positiv. Denn es ist Ihnen ja klar, nur Informationen, die gesehen und zur Kenntnis genommen werden, helfen der Öffentlichkeit. Der gesellschaftliche Diskurs im Web vernetzt, verlinkt und referenziert auch auf Publikationen und Informationsangebote der öffentlichen Hand. Das Web lebt davon, dass diese Verbindungen langfristig und dauerhaft verfügbar sind. Mit unserem Antrag wollen wir die Landesregierung auffordern, das Informationsmanagement des Landes ganzheitlicher zu betrachten und den Weg von der Publikation bis zur Archivierung digitaler Inhalte von Anfang an zu berücksichtigen. Webseiten, Artikel und darauf publizierte Informationen werden bislang leider häufig nur als Projekte gesehen, als Momentaufnahme der aktuellen Tätigkeiten. Informationen und Dokumente früherer Landesregierungen sind kaum noch auf den Webauftritten des Landes zu finden. Systemwechsel, Updates oder eine Imagekampagne wie land.nrw sorgen dafür, dass Zehntausende Artikel und Dokumente der Öffentlichkeit entzogen werden. Dann sehen Internetnutzer nur noch Fehlermeldungen, Quellenangaben und Verlinkungen führen ins Leere. So unzuverlässig sollte die öffentliche Hand nicht sein, verehrte Damen und Herren. Wir müssen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass der Staat auch im Netz als eine zuverlässige Konstante gilt. Eine Konstante, auf die man sich verlassen kann, auf die man referenzieren kann und die man als Ausgangspunkt für gesellschaftlichen Diskurs nutzen und im Web einbinden kann. Wir möchten, dass das digitale Archiv NRW direkt mit dem Tagesgeschäft verzahnt wird. Eine Pressemitteilung, die heute veröffentlicht wird, die kann eigentlich auch direkt im Archiv abgelegt werden. Der Text wird ja anschließend nicht mit verändert. Wir sind der Meinung, dass die Integration des digitalen Archivs NRW in den Webauftritt des Landes nur ein kleiner Mosaikstein in der digitalen Agenda des Landes Nordrhein-Westfalen ist. Gleichzeitig aber auch ein hervorragendes Pilotprojekt
für ein langfristig angelegtes Transparenzregister, Transparenzregister öffentlicher Publikationen und Dokumente. Und wenn das digitale Archiv aus kulturpolitischen Gründen nicht zur Verfügung steht, dann machen wir halt ein digitales Archiv Nummer zwei. Denn mit einem Pilotprojekt Transparenzregister Light können die organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen und erprobt werden, die wir für das zukünftige Transparenzgesetz der Landesregierung benötigen. Ich bitte mit unserem gemeinsamen Ziel eines Transparenzregisters in Nordrhein-Westfalen um Ihre Unterstützung für den Antrag und freue mich zunächst einmal auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Vandenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will natürlich dem Hohen Haus nicht meine Erfahrungen schildern, wenn ich mich im Internet bewege, an welchen Seiten ich scheitere und wann nicht. Ich glaube, dass es ich glaube, das langweilt eher unsere, die Damen und Herren Abgeordneten. Wir haben ja gerade ein Beispiel davon erlebt. Und so ein bisschen habe ich mich auch schwer getan, überhaupt mit diesem Antrag der Piraten umzugehen. Denn die Auffindbarkeit und Verfügbarkeit öffentlicher Dokumente zu gewährleisten, liegt irgendwo zwischen einem selbstverständlichen Anliegen in einer digitalen Zeit einerseits, aber andererseits aber auch in einem kaum erfüllbaren Wunsch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Medienveränderungen und Medienbrüche die Menschheit geprägt haben und sicher auch immer weiter prägen werden. Seien wir aber gutherzig an der Stelle und beginnen wir mal mit dem Selbstverständlichen und dem Machbaren. Maschinenlesbarkeit erleichtert Auffindbarkeit. Im Gegensatz zu den statischen Webseiten, die wir in den ersten Jahren des Internets hatten, haben wir heute eine Trennung in der Regel von Darstellung und Inhalt über Content-Management-Systeme und die sind vielerorts auch in der Landesregierung längst Standard. Ganz überwiegend führen die zentralen Suchmasken, die wir haben, zu Ergebnissen, die die Bürgerinnen und Bürger finden und suchen und an dieser Stelle ist das, glaube ich, auch perspektivisch der richtige Weg, wenn wir auch mit portalübergreifenden Suchfunktionen an dieser Stelle arbeiten, soweit denn auch die urheberrechtlichen, aber auch die vertragsrechtlichen Güter weiter geschützt werden. Dass die Piraten, die ja sich stets als den Olymp der Internetkompetenz verstehen, eine prinzipielle Unauffindbarkeit bzw. Depublizität darstellen, die durch Einführung beispielsweise von Land.nrw anzunehmen sei, ist schon etwas seltsam. Denn heute ist der historische Zustand einer Webseite auch über Wayback-Maschinen im Internet und Internetarchiven auffindbar und abbildbar. Erwägenswert ist daher, inwieweit eine solche Funktion auch in den Leistungsumfang des digitalen Archivs NRW integrierbar ist. Wie Sie wissen, hat die Landesregierung mit ihrer Open-NRW-Strategie hier schon vieles auf den Weg gebracht und wir sind ebenso, wie Sie wissen, auch dabei, das Informationsfreiheitsgesetz des Landes weiterzuentwickeln. Hier kann man gerne auf den Vorschlag diskutieren, inwieweit maschinenlesbare Listen zu aktuellen und zur jeweiligen Zeit im Webauftritten der Landesverwaltung verfügbaren Dokumenten im Open-Data-Portal des Landes zu schaffen wären. Möglichst begrenzte Aufwände für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung, die das zu bearbeiten haben, wären aber zu beachten. So, Weihnachten naht, kommen wir also auch zu den Kategorien Wünschen Ihres Antrags. Es wäre vermessen, eine dauerhafte Verfügbarkeit von Inhalten mithilfe der heutigen Standards gewährleisten zu wollen. Der Medienbruch ist kein Phänomen der öffentlichen Verwaltung. Er gehört zur Mediengeschichte der Menschheit dazu. Viele Schallplattenbesitzer oder Dia-Liebhaber können heute ein Lied davon singen, wie schnell sich CD, MP3, Digitame oder das Handy ihre Sammelaktivitäten eingeschränkt oder überholt haben. Es wäre vermessen, heutige Schnittstellen im Internet als beständige Richtgröße für die Nutzbarkeit auf Dauer anzulegen. In der Medienentwicklung wird Bewegung bleiben. Vielen Menschen bedeutet Internetkommunikation heute sehr viel und zugestanden den Piraten vielleicht manchmal auch alles. Sodass das Medium, das lateinisch ja auch nur das Mittel bedeutet, schon manchmal als der Zweck oder das Absolute erscheint.
ob Link-Technologie in der heutigen Zeit als der Schlüssel länger halten wird, kann niemand garantieren. Dass Permalinks, die unveränderliche Inhalte mit einer unveränderlichen Webadresse kombinieren, als ein Baustein über Content-Management-Systeme genutzt werden können, ist sicherlich diskussionswürdig. Ein Heilmittel sind sie aber keineswegs, denn Sie wissen, es gibt auch Datensätze, bei denen es gerade um Aktualität geht und wo die öffentliche Landesverwaltung aufgefordert ist, diese ständig zu aktualisieren. Von daher, lieber Herr Herrmann, versöhnt mich ein bisschen die Überschrift Ihres Antrags. Dort haben Sie den Begriff der Nachhaltigkeit gewählt. Und Nachhaltigkeit setzt niemals eine Richtung nur absolut, sondern setzt gerade das Abwägen von Zielen als das Ziel dar. Und wir wollen möglichst vielen Informationen den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen. Wir wollen relevantes auffindbar halten. Wir wollen es aber eben auch bezahlbar halten. Und deswegen, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Um das zu verdeutlichen, ist eine Überweisung in den Innenausschuss sicherlich nicht der falscheste Weg. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Bleiben Sie bitte noch einen kleinen Moment vorne. Bitte. Herr Kollege Herrmann, vermutlich auf dem Platz von Herrn Marsching, wollte Ihnen noch eine Zwischenfrage stellen. Ich vermute, die lassen Sie zu. Ja, klar. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage noch zulassen. Ich wollte Ihnen nur fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass es bundesgesetzliche Vorgaben auch gibt, die Sie verpflichten, digitale Inhalte zu archivieren, was ja. Dann durchaus auch die Seiten der Landes... Herr Kollege Herrmann, das ist uns bewusst, aber ich habe vorhin versucht aufzuführen, dass es trotzdem vermessen ist, so zu tun, als ob das, was wir heute an Standards im Internet stehen, aller Zeit hinweg die Kommunikationsebenen unseres menschlichen Handels bestimmen werden. Sie wissen, lange Zeit war es die menschliche Stimme, die das einzige Mittel der Kommunikation war und die die Reichweite bestimmt haben. Irgendwann kam die Schrift dazu, die musste mühsam dupliziert werden. Jetzt heute, dann kam der Buchdruck, ne? Gutenberg sei Dank, dass wir das haben. Und jetzt haben wir Internet und anderes, aber zu glauben, dass die heutigen Schnittstellen die sei, die wir irgendwie gesetzgeberisch festlegen müssen, als die Schnittstellen und das definitorische Mittel, mit dem wir Medienbrüche verhindern, ist ein Irrglaube. Wir sollten da pragmatisch vorgehen und, so wie Sie es geschrieben haben, abwägen, nämlich durch Nachhaltigkeit verschiedene Ziele miteinander versuchen, in Abwägung zu bringen. Das ist das, wofür ich plädiert habe. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal, Herr Kollege Vandenberg. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Stein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ich habe lange überlegt, was sich zu diesem Antrag jetzt hier auf dieser politischen Bühne sagen lässt, und muss auch ehrlich zugeben, wie ich jetzt hier so stehe, überlege ich auch immer noch ein bisschen, was ich dazu sagen soll. Und so richtig viel schlauer geworden bin ich auch offen gestanden nicht. Natürlich ist es ärgerlich, Herr Herrmann, wenn Verlinkungen nicht funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie groß ist das Ausmaß wirklich? Im Antrag stehen, glaube ich, Tausende. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es sind 10.000, glaube ich, im Redebeitrag sogar, wenn ich das richtig aufgenommen habe. Es ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein technisches Problem? Ist das ein Problem der politischen Intransparenz wirklich? Ja, denn ich weiß nicht, wie groß die Nutzerzahlen überhaupt sind, die auf dieses Portal zugreifen und dann auch gezielt nach diesen Inhalten suchen, die Sie jetzt herausgefunden haben. Naja, gut. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass das eine Frage ist, von der die Zukunft des World Wide Web abhängt. Also zumindest nicht bezogen auf das Portal von land.nrw. Jetzt können wir sicherlich trefflich darüber streiten, wie aufwendig die Umsetzung Ihrer Forderungen dann sein wird, welche Kosten da entstehen. Und wir können natürlich auch Fragen der Standardisierung besprechen und sicherlich auch die Frage nach der dauerhaften Auffindbarkeit der Inhalte klären. Das sollten wir auch gerne machen im Ausschuss. Ich muss nur für meinen Teil hier sagen, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Gewinn für die Landespolitik und die Bürgerinnen und Bürger hinter am Ende rauskommt mit diesem Antrag. Da bin ich wirklich nicht sicher, ob der so zielführend ist. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Schluss. Sie schreiben ja in Ihrem Antrag von Dark Web, was ja in der Informatik eher ein Peer-to-Peer-Overlay-Netzwerk beschreibt, meinen aber, so wie ich das eben verstanden habe, das Deep Web, dessen Inhalte von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Vielleicht könnte man da noch eben anmerken, dass vielleicht in den Begrifflichkeiten etwas sauber argumentiert werden soll. Ansonsten lassen Sie uns den Antrag überweisen, den können wir dann diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Kalmes.
Dankeschön, Frau Präsidentin. Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich will es sehr, sehr kurz machen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir uns dem Thema Open Government verpflichtet sehen, dass wir die Öffnung von Politik und Verwaltung gemeinsam vorantreiben wollen, dass wir uns für mehr Transparenz einsetzen. Wir machen das an einigen Beispielen aus meinem Fachbereich jetzt mal gesprochen immer schon wieder deutlich. Es gab eine Online-Konsultation zum Landesmediengesetz, es gab eine zum WDR-Gesetz. Also diese Dinge sind alle im Gange und die Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich auch zunehmend und engagiert. Insofern ist das auf einem guten Wege und die Koalition hat sich eine ganze Menge vorgenommen, um Demokratie 2.0 zu wagen. In dem Sinne werden wir sicher auch über diesen Antrag im Innenausschuss mit Ihnen konstruktiv beraten, auch wenn er selbst von sich aus gesehen so viel dazu nicht hergibt. Das Thema gibt aber was her und da wird sich dann mein Kollege Matti Bolte entsprechend im Ausschuss mit Ihnen darüber unterhalten. Wir stimmen also der Überweisung zu. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Keimes. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lürbke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geehrter Herr Herrmann, die Kernthese des Antrags stimmt ja durchaus, so wie ich ihn verstanden habe. Wenn Sie sagen, der Nutzen staatlicher Informationen für die Öffentlichkeit orientiert sich nicht ausschließlich am Inhalt, sondern auch in der Art und Weise, wie diese Inhalte veröffentlicht werden. Und Informationen, die nicht gefunden werden können, haben auch dann einen begrenzten Wert für die Gesellschaft. Also da bin ich bei Ihnen, soweit so gut. Aber es kann natürlich auch gute Gründe geben, warum Dokumente eben nicht im Internet auffindbar sind. Wir haben schon über den Abwägungsprozess hier gerade gesprochen. Persönlichkeitsrechte, Geheimhaltungsbedürfnisse und. Oder natürlich schlicht einfach auch der Aufwand, Kosten, die dem entgegenstehen und die dann vielleicht auch in keinem Verhältnis zum Informationsinteresse stehen. Also da ist sicherlich immer eine gesunde Abwägung sinnvoll. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch den genau umgekehrten Fall und auch da will ich vielleicht mal aus meinem Bereich, aus der Innenpolitik mal ein praktisches Beispiel dafür geben, nämlich die polizeiliche Fahndung. Also Öffentlichkeitsfahndungen sind ja geradezu das Paradebeispiel für veröffentlichte Informationen, die man eben dann auch finden soll. So. Und Ziel einer Öffentlichkeitsfahndung ist es doch, eine breite Öffentlichkeit zu erzielen, um Hinweise zu einem Täter dank Fotos, Video und viel mehr dann zu erhalten und dann auch Zeugen mittels Hinweis oder Tatbeschreibung zu finden. Und genau in diesem Punkt sieht die Realität in Nordrhein-Westfalen aber anders aus. Im September 2012, jetzt schon ein paar Tage her, hat Innenminister Jäger im Innenausschuss genau zu dieser Frage nämlich schon mal berichtet und uns erklärt, dass Fahndungen ja bald über ein zentrales Fahndungsportal in Nordrhein-Westfalen stattfinden werden. Jetzt haben wir November 2015 und die Lage in Nordrhein-Westfalen hat sich eigentlich wenig geändert, bleibt in dieser Frage auch ernüchternd. Klar ist doch, wenn zum Beispiel Fahndungsbilder nicht in Medien, in Nachrichten verbreitet werden, kann sie ein Bürger in Nordrhein-Westfalen faktisch auch kaum auffinden. Und dann geht jemand auf die Internetseite der Polizei Nordrhein-Westfalen oder auch einer Kreispolizeibehörde oder auch selbst des LKAs hier in Nordrhein-Westfalen, findet er dort zur Rubrik Fahndungsersuchen schlicht erstmal gar nichts. Das hat sich alles versteckt irgendwo hinter einem Reiter dort, Aufgaben mühsam zu finden. Immer noch fehlt auf jeder Startseite der Polizei ein entsprechendes zentrales Fahndungsfenster und. Also das ist zum Beispiel auch wirklich ein Beispiel, wo man hier Defizite feststellen kann, auch bei der Veröffentlichung von Daten. Ja, liebe Kollegen, bei solchen Fahndungsersuchen ist die Polizei auf Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Wenn die Bürger in Nordrhein-Westfalen sie gar nicht oder nur zufällig finden, ist das ein nicht akzeptabler Zustand. Dass das auch anders geht, das zeigen wieder mal andere Länder. Wenn man auf so eine Seite der Polizei zum Beispiel in Hessen geht, dann findet man dort direkt eine zentrale Rubrik Fahndungen nach Personen, Fahndungen nach Sachen. Also ich glaube, das könnte man für viele weitere Bereiche auch in diesem Themenfeld noch weiter ausführen. Aber ich denke auch, dass wir das im Innenausschuss machen sollten, dass wir uns im Innenausschuss diesen ganzen Fragen noch näher widmen sollten. Wir stimmen der Überweisung natürlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lürbke. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Lerch-Mense. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich denke, in der Zielsetzung des Piratenantrages nämlich möglichst viel Transparenz gerade im Online-Bereich zu schaffen, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, sind wir uns einig. Der Piratenantrag macht dazu sehr konkrete
Vorschläge, die sicherlich auch zum Teil zumindest sinnvoll sind. Sie sind aber einfach nicht alle uneingeschränkt umsetzbar und vor allen Dingen nicht alle wirtschaftlich. Und diese Fragen sind natürlich schon zu beachten. Wir haben als Landesregierung in Abstimmung mit mehreren Ressorts eine Masterversion eines sogenannten Content-Management-Systems geschaffen, um auch die Orientierungsfragen, die Sie angesprochen haben, auf unseren Seiten zu erleichtern. Integrierte Suchfunktionen ermöglichen es hier, verbessert durch die Seiten navigieren zu können, Verfügbarkeit und Weiterverwendung von Inhalten auch zu verbessern. Aber auch da müssen wir sehen, dass es natürlich auch solche Inhalte gibt, die zum Beispiel urheberrechtlich oder vertraglich geschützt sind und deshalb nicht durchsuchbar sind. Das sind alles Fragen, die wir klären müssen in den Ausschussberatungen. Und Sie können uns glauben, natürlich haben wir ein hohes Interesse daran, die Informationsangebote, die wir bereitstellen, auch leicht auffindbar zu machen und auch für den Bürger einen möglichst großen Nutzen daraus zu erzielen. Auch die Frage der sogenannten Permalinks mag technisch gesehen eine nützliche Anforderung sein, aber sie ist nicht für alle Inhalte gleichermaßen geeignet. Wenn es sich um Inhalte geht, die beispielsweise regelmäßig zu aktualisieren sind, und solche Inhalte gibt es ja häufiger, dann macht eine permanente Verlinkung zu solchen Inhalten wenig Sinn. Immer wenn redaktionelle Veränderungen in zeitlich engen Abständen erforderlich sind, glaube ich, macht eine solche dauerhafte Verlinkung keinen Sinn. Eine Verknüpfung des digitalen Archivs mit den Webauftritten der Landesverwaltung ist wahrscheinlich auch nicht wirtschaftlich darstellbar, zumal es auch andere Möglichkeiten gibt, den historischen Zustand einer Webseite zu rekonstruieren. Und man darf hier ja vielleicht auch darauf hinweisen, nicht alles ist auch wirklich dauerhaft von Interesse. Und natürlich muss man auch das Informationsinteresse, das ja in der Regel sich auf Aktualitäten richtet, vorrangig bedienen, und die historische Rekonstruierbarkeit ist demgegenüber sicherlich oft nachrangig zu betrachten. Das heißt, insgesamt müssen Zweck und Mittel bei Webauftritten und bei dem Aufwand, den man betreibt, hier in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Die rechtlichen, wirtschaftlichen, inhaltlichen Belange sollten nicht unter den Tisch fallen, und wir müssen, denke ich, in den Ausschussberatungen und auch in der weiteren Umsetzung unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die wir ja nicht beliebig verändern können, darüber entscheiden, in welcher Form und für welche Dauer einzelne Inhalte zugänglich gemacht werden können, damit wir dem Anspruch auf Transparenz und Bürgernähe gerecht werden, aber auch den Gesichtspunkt einer effizienten Verwaltung und einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit Genüge tun. In diesem Sinne freue ich mich auf sicherlich interessante Ausschussberatungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, sodass ich an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 13 schließen kann. Und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages mit der Drucksachennummer 10.060 an den Innenausschuss in der Federführung sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien. Die abschließende Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen oder sich enthalten? Beides nicht der Fall. Dann haben wir jetzt so überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14. Erste